Jo, wir sind jetzt hier im Stadion von Sparta Prag. Wir checken das mal aus, wie das von innen aussieht. Ey. Wow. Wow. Die machen den Rasen gerade neu. Richtig schön. Wow, cool. Steil, hat man einen guten Blick von hier oben. Wenn man ganz oben sitzt, hat man einen krassen Blick. Schönen Blick hier auch. Ja, sie sieht das mal ganz anders aus, wenn du das anguckst. Wow. Legen gerade den Rasen neu. Crazy. Und der Kieler, wie gefällt's dir? Sieht das schön aus? Ist ganz oben, Alter. Hey! Hey, Papschi! Was machst du denn da oben? Hm? Ganz oben ist sie. Ganz, ganz oben. Mein Schatz. Oh, das ist sehr eng hier, das Stadion. Sehr. Wow. Das ist krass. Alle Sitzplätze, keine Stehplätze. Wir passen, glaube ich, für 20.000 rein. Ne? Sparta Prag. 20.000 Spieler. Ja, okay. Schön Stadion. Klein, aber fein. Yeah. Woo! Darunter Durst wie Sau. Das ist schwül in Prag. Das ist schwül. Guck mal, so schöne Häuserchen hier in der Stadt. Rockstyle. Eine der schönsten Städte Europas. Und wahrscheinlich das kultivierteste Land im Ostblock. Nicht so Assis. Nicht so respektlos und kalt. Und asozial wie manch andere. Ich will jetzt keine Namen nennen. Wie manch andere Länder mir schon aufgefallen sind. Ja, negativ. Ich finde, das ist hier das perfekte Land eigentlich. Es ist nah an Deutschland. Du bist hier ein bisschen in kurzer Zeit hier drüben. Das ist ein Land in der Europäischen Union. Du kannst hier aufhalten ohne Visum. Wir haben zwar kein Euro. Das ist vielleicht ein Nachteil, aber ja, du musst halt mal die Krone wechseln. Aber ansonsten ist das hier echt top. Ansonsten ist das hier echt ein sehr gutes Land. Zum Einkaufen, zum Chillen, zum Seele baumeln lassen, zum mal zur Ruhe kommen. Ist das ein sehr, sehr schönes Land, ja? Auf jeden Fall. Prag. Gefällt es mir sehr. Ist zwar ein bisschen viel, ich meine, ich bin ja selber Touri, aber ich mache jetzt nicht den ganzen Touri-Shit, habe ich ja keinen Bock drauf. Ist zwar ein bisschen viel Touri live in der Innenstadt nachts, aber da muss man mal ein bisschen rausgehen, wo die normalen Tschechen sind, ja. Und nicht, wo die ganzen Touris abhängen. Oh. Und dann, sag ich mal, wow, das ist schön. Dann sag ich mal, krieg mal was von dem normalen Leben mit. Ja, die ganze Touri-Scheiße, wo mir auch abgezockt wird, wie Sau. Nee, ist ganz okay. Also, mir gefällt's hier. Hab schon schlechtere Städte gesehen. Ja, Mann, schön. Schöne Landschaft, auch hier ist nicht alles gerade. Das ist halt für zu laufen ein bisschen scheiße. Wenn man in kurzer Zeit viel sehen will, aber schön, schöne. Hoch und runter geht's hier, man hat immer guten Blick, Überblick. Und es ist eine schöne Stadt auf jeden Fall. Warte, wieder auf, komm! Jetzt gehen wir mal runter und gucken wir mal an den Einkaufsmarkt. Schönes, kleines Stadion. 20.000 Plätze. Auf! Auf! Auf geht's jetzt! Ah.
Thomas Pospischal. Okay. Wie geht's? Biber. Stacho Pramen. Zaluzeno na Smichowe. Smichowe. Stacho Pramen. Checkt aus. Ein Shit. Checkt aus, ein Shit. TV Pause, überkrass. Für den Stadion. Und das ist geil, das Stadion ist direkt hier in der Innenstadt. Nicht in der Innenstadt, in diesem Stadtteil hier. Direkt hier. Ganz nah, 10 Meter von den Häusern hier entfernt. Nicht so wie in Deutschland, dass es da Kilometer weit weg ist von der eigentlichen Stadt, von der eigentlichen Herkunft. Guck mal, Allianz Arena, wie viele Kilometer das raus ist. Oder auch Frankfurt ist ja auch 5, 6, 7 Kilometer von einem Haus entfernt. Hier ist es direkt ein Anschluss zur Identität, zur Bevölkerung. Das gefällt mir, ja. In diesem Sinne, checkt's aus, TV Plauze International. Hier, Sparta Park, Stadion.